So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Nach dem letzten Part habe ich erstmal wieder einen Tag Pause gebraucht. Das waren schwierige Level, meine Güte. Meine Güte. Und trotz, dass wir das Ganze mit hier, ne, und so spielen. Okay. Aber wir sind mittlerweile angekommen bei Mise en Scene. Mise in Szene. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Jedenfalls hat Lacey das Ganze gebaut und wir gucken rein. Und schauen, was uns erwartet. Das ist ja, jedes Level ist ja eine Wundertüte. Man weiß nicht, kommt Kaizo, kommt einfaches Zeug, kommt spaßiges Zeug oder irgendwelche lustigen Gimmicks, aber man weiß es einfach nicht. So, was haben wir hier? In Demo Mode, Mario will simply walk forward. You cannot control him in any way. Okay. Das heißt, ich muss nach oben drücken, oder was? Ja, wait. Ich habe nach oben gedrückt, aber vielleicht nicht richtig getroffen. Muss ich richtig treffen? Ich kann nicht. You can't control him in any way. Also kann ich jetzt nach oben drücken oder nicht? Ich kann nichts tun. Und ich kann nicht die Tür. Moment, hä? You cannot control him in any way. Aber ich muss doch nach oben drücken können. Also ich weiß nicht, ob ich einfach zu doof bin, nach oben zu drücken. Oder das irgendwie anders machen soll. Ach, ich hab's verstanden. Der Moment, während ich den On-Off auslöse, reicht ja aus, um gegenzulenken. Ne? Okay. Das heißt, es war keine Timing-Geschichte, sondern bevor ich da reingedrückt werde. Okay. Das heißt, was ich jetzt tun muss, ich muss wahrscheinlich die Level immer so vorbereiten. Huch. Hätte es nicht damit gerechnet, dass ich hier durch die Röhre einfach durchgehe. Wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Ich löse durch das Durchgehen von der Röhre den On-Off aus. Das ist ja interessant, okay. So, das heißt, ich muss den hier hinlegen. Was passiert jetzt? Ah! Anders. Anders. Ich muss es jetzt so stückweise testen, ne? Ich weiß, dass es jetzt noch nicht funktionieren wird, aber jetzt werde ich zumindest den Ball loswerden. Genau. Dann geht er hier durch und jetzt sterbe ich halt an der Shell da unten. Ja, nochmal auslösen kann ich den nicht. Okay. Ja, aber dann ist das Rätsel ja jetzt eigentlich gelöst. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall ein Rätsellevel. Das hatte ich in meiner Beschreibung vorhin gar nicht drin. So, ich kann die hier schon mal losschicken. Dann schicke ich eine hier hin. Und die. Das war Quatsch. Und, ja, okay, wir resetten so. Dann schicke ich eine dahin. Also eine hier hoch. So. Kann ich eigentlich auch? Okay, so rum kann ich nicht. Und hier auch nicht. Okay. Das heißt, ich gehe automatisch da durch. Ach so, aber wenn ich jetzt. Ich nutze jetzt eigentlich die zweite Shell überhaupt nicht. Das wird noch nicht funktionieren. Ah, ja, klar, weil die da unten direkt aus. Okay. Weil die da unten direkt auslöst. Okay, also eine muss auf jeden Fall hier hin. So, das ist klar. Und die da ist. Muss ich jetzt aber irgendwie so. Ah, ich habe eine Idee.
Aber ich verstehe nicht, wofür ich da eine dritte Shell brauche. Ich setze die mal hier hin. Aber das wird nicht funktionieren. Wie sieht das jetzt aus? Ja, die killt das einfach weg. Und jetzt müsste ich... ich muss verhindern, dass die da unten ankommt. Ich muss irgendwie verhindern, dass die da unten ankommt. Andere Idee. Ich verstehe noch nicht, warum ich dafür drei Shells brauche. Ich habe irgendwie im Moment den Eindruck, ich kriege das auch mit einer Shell hier geregelt. Aber wir werden es sehen. Also mit zwei. Aber mit einer zusätzlich. Was passiert, wenn ich das hier mache? So ne. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan, ich schwöre. Okay. Ich will die eigentlich losschicken. Wie weit kann ich die schicken, wenn ich... Haut das hin. Das könnte reichen. Das reicht aus. Das reicht aus. Die treffen sich. Aber dann brauche ich die dritte nicht. Ich verstehe noch nicht, wofür ich die dritte Shell brauche. Oh! Mist. Ich verstehe, wofür ich die dritte Shell brauche. Das Problem ist... dass ich das gerade nicht ausgeführt bekomme, was ich ausführen will. Na, aber das würde funktionieren. Aber das Problem ist... Ich muss euch kurz zeigen, was das Problem ist bei meinem Plan. Das reicht nicht. Jetzt. So, die treffen sich jetzt, sind weg. Und jetzt muss ich noch eine dritte haben. Weil ich kann ja nichts tun. Na, ich kann ja nicht durch die Tür jetzt. Verstanden. Dann muss also eine hier hin. Da so. Eine hier hin. Oh! Ich kann das komplett präparieren. Ich setze auch noch eine hier hin. Die geht in die andere Richtung und killt dann die weg. Jetzt ist alles richtig. Zack, 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 die killen sich weg und die da unten löst mir jetzt. Den On-Off aus. Okay. Dann muss ich die vielleicht ein bisschen später losschicken. Muss ich die vielleicht ein bisschen woanders positionieren. Aber der Anfang war richtig. Dann muss ich jetzt... Toll. Dann muss ich jetzt nur noch die dritte Shell passend setzen. Ansonsten ist alles gut. Muss ich nur rausfinden... Ja, das war nicht gut. Nur rausfinden, wann ich die losschicken muss. Jetzt setzen wir die halt mal, keine Ahnung, hier hin. Das ist jetzt Rumprobiererei. Das Rätsel haben wir im Grunde gelöst. Das ist jetzt nur noch Rumprobiererei. Das ist alles. Ah, nee. Bisschen eher. Bisschen eher. Aber direkt hier an der Ecke war es halt auch blöd. Also setze ich sie mal jetzt hier hin. Vielleicht ja so. Die muss unten jetzt durch. Ah, das reicht nicht. Wo könnte ich... Ah, ich habe noch eine andere Idee. Ich lasse die einfach genau da, wo sie ist. Und guck mal. Ah, jetzt sind alle tot. Das war nicht, was ich wollte. Das Timing fehlt noch. Das Timing ist noch nicht richtig. Also die zwei sind ziemlich sicher richtig. Die muss noch einen besseren Ort be... Oh, ich bin ja komplett doof. Ich stopp's die einfach direkt nach hinten weg. Natürlich. Wenn ich jetzt da runterfalle, schieße ich die automatisch nach hinten. Ja. Ja. Bisschen nachdenken. Hätte das hier ganz schön verkürzt. Okay, ich hoffe, die nächsten Räume gehen schneller.
Also, was ist zu tun? Wenn ich hier gegenspringe, laufe ich los. So, und wenn ich loslaufe... Ne, das war jetzt so dumm. Wenn ich loslaufe, gehen die grünen Dinger weg. So, dann kann ich da drüben auslösen und so weiter. Wir brauchen also einmal eine Ranke, die sich dann hier hochzieht. Das heißt, ich könnte eigentlich dann eine Shell irgendwie hier hinsetzen. Dann müsste das die Ranke auf jeden Fall auslösen. Und dann bräuchte ich aber auch eine Shell, die da drüben loszieht. Und die wird sich ja nicht von selbst auslösen. Wie kriege ich die ausgelöst? Oh! Ich verstehe. Mit dem passenden Timing werde ich über die Shell auf die andere gedrückt und löse die aus. Wir probieren es mal so. Ah, ja, okay. Ich muss sie vorher loslassen. So. Es geht in die richtige Richtung. Ich versuch's mal so. Okay, ich muss... Oh, andere Idee. Nee, oder? Ich schicke die vorher los und time das dann. Ach so! Wait, aber... Ja. So kann ich zwar das timen, aber so kann ich die andere nicht auslösen. Und ich laufe so auch nicht rechtzeitig darum. Das haut nicht hin. Ich muss irgendwie den, wenn die da entlang fährt, das nutzen, den Moment nutzen, dass ich sie, wenn die zurückkommt, muss ich auf sie drauf. Und dadurch, dass ich da abspringe, löse ich die andere Shell aus. Das ist der Gedanke. Jetzt muss ich nur irgendwie das Ganze so hinauszögern, dass die halt wirklich rechtzeitig zurückkommt. Hm. Ach so. Was ist denn, wenn nicht ich, sondern... Ah! Das sah doch schon ganz gut aus. Das nicht mehr. Wie habe ich das gerade gemacht? So nicht. Was mache ich denn hier? Wie habe ich das gerade gemacht? Ich bin von ihr abgesprungen gerade, ne? Aber wie? Es reicht noch nicht ganz. Ist mein Gedankengang doch noch falsch vielleicht? Kann ich die da drüben anders auslösen? Das wäre ja auch möglich. Ich muss was probieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kann ich durch das Hochschießen, wenn ich das richtig time, die losschicken, bis dass die bis darüber knallt, dass die bis darüber den On-Off auslöst? Kann ich das vielleicht machen? Ja, das ist jetzt wildes Spekulieren. Jetzt killt die den. Warum killt die den jetzt plötzlich? Hä, vorhin hat die den auch nicht gekillt. Ja, so schon, ja, so ist klar. Das war ja kompletter Quatsch. Ich setze die mal hier hin.
Aber das kann ich mir nicht... Das reicht nicht aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, das war jetzt eh die falsche... Das, was ich nicht wollte. Es ist so! Es funktioniert genauso! Oh mein Gott! Okay. Okay. Okay, und das ist schon der letzte Raum. Ich kann hier nicht durch. Aber wenn ich hier nicht durch kann, wie soll ich überhaupt zum Ziel kommen? Ach so. Ja, Moment. Jetzt muss es nochmal eine auslösen. Und dann muss es nochmal eine auslösen. Oh, Hilfe. Okay. Und jetzt muss es nochmal eine auslösen. Okay, das müsste doch machbar sein. Das wirkt jetzt gar nicht so schlimm. Das war natürlich komplett dumm. Ah, ich war zu langsam. Okay. Ah, wait. Ist der kaputt gegangen? Ich glaube, der ist kaputt gegangen, ne? Ich glaube, der ist kaputt gegangen, der andere. Ach, ich bin doof. Ich weiß, was ich mache. Ich setze den ersten hier hin. So, nein! Ich setze einen hier hin und dann... Jetzt passt's. Durch und jetzt kann ich durchlaufen. Ach so! Nee. Weil jetzt kann ich nicht mehr... Da ist er dann nochmal zu. Ah, es hat noch nicht gepasst. Es hat noch nicht gepasst. Okay, Moment. Dann muss ich... Okay. Einen übrig lassen vorher. Aber ich muss ja, um da runter zu kommen. Um da runter zu kommen, muss ich die Dreier weggenommen haben. Oh, ich könnte natürlich auch. Ne? Ah, nee! Ich hatte es doch! Bin ich dumm? Ich hatte es doch gerade. Nee, ach so, nee! Ich muss ja... Oh. Der Schritt, um durch die Röhre zu kommen, muss ich einmal nach unten drücken können. Aber um in die Röhre zu kommen, muss ich drei Blöcke wegnehmen. Ich muss was testen.
Das war nicht, was ich testen wollte. Okay, ich kann hier nicht mehr raus. Ich komme nur dadurch raus. Die Frage ist, habe ich es bis hierher richtig? Oder ist hier schon was schlecht? Wie gesagt, so kann ich mich bewegen. Warte, wenn jetzt... Jetzt kann ich mich ja gerade bewegen. Wenn der andere jetzt noch viel später den hier auslösen würde, könnte ich den kurz wegnehmen. Dann wird jetzt da oben dann off nochmal gedrückt werden. Und dann würde ich hier durchlaufen. Aber kann ich das so timen? Wahrscheinlich nicht. Nee, das dauert viel zu lange. Das dauert viel zu lange. Wo ist mein Denkfehler? Ja, genau so. Ja, das, jetzt noch schlechter. Das wollte ich nicht so. Der letzte, der, das müsste eigentlich... Warte mal. Ich bin irgendwie sicher, dass der noch warten muss. Weil ich kann halt mit dreien darunter. Aber das Ding ist... Ja! Ich kann den doch recht spät losschicken. Ich kann den viel später losschicken. Okay. Der bleibt ganz lange am Leben. Dann hätte ich nochmal drei. Ah. Ja. Na, nicht so. Aber das wäre vielleicht eine Idee. Das würde, das würde man zeitlich schaffen. Okay, das könnte man zeitlich schaffen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Vergessen. Okay, nochmal. Ah, den hätte ich später den könnte ich später erst in die Hand nehmen. Nein, ich. Oh, jetzt habe ich den nicht mitgenommen. Ah, den kann ich wirklich sehr spät in die Hand erst nehmen. Perfekt. So. Hand, Abflug, schieß, schieß und weg damit. Nein! Ich bin nicht... Da noch runterkommen. Da noch runterfallen. Okay.
Aber das könnte funktionieren. Jetzt habe ich den wieder gegen die Wand gedonnert. Oh Gott, man kann so viel falsch machen. Jetzt. So, jetzt gehe ich durch und jetzt laufe ich rüber. Oh, in der Theorie hatte ich es ein bisschen schneller gelöst, als es dann die Umsetzung noch war, aber uff. Uff. Es war immerhin kein... Es war kein nerviges Level. Es war interessant. Es war halt wirklich ein Puzzle und ich brauche halt bei Puzzlen 3 Jahre. So, technically it's actually 2/3 of an A-Press. Von Borat. Borat ist... Ach, ich habe das Ding wieder nicht offen. Borat ist... Hops. Das hat uns jetzt viel gebracht, ne? Kann ich springen. Wett. Hä? Ah! Dann sterbe ich. Hä? Hä? Mal springe ich komplett, mal gar nicht. Ich darf die Sprungtaste nicht mehr loslassen, also den... Ich darf die Drehsprungtaste nicht mehr loslassen. Ach so. Okay, solange ich die Taste gedrückt halte. Okay, das ist praktisch wie ein Don't Jump. Darf ich das lesen? Ja, jetzt habe ich auch verstanden. Also er sagt, wenn der Finger wehtut, weil ich ihn nicht mehr halten kann, kann ich Pause drücken und kann vom Finger runter und dann wieder drauf und dann wieder drücken. Okay. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht rein. Und das ist... Das ist definitiv wieder ein interessantes Konzept. Also ich darf nicht... Ja, verstanden. Uiuiui. Oh Mist, das war jetzt nicht so gut. Das sowieso nicht. Ach so. Oha. Ach so, und dadurch, dass ich A drücke, mach ich jeden Sprung... Wait, genau, dadurch, dass ich A gedrückt halten muss, mache ich ja jeden Sprung enorm hoch. Ich kann das gar nicht verhindern, ne? Richtig. Jeder Sprung wird hoch. Mit anderen Worten, an der Stelle, wo die Manche über den Viechern sind, habe ich einen sicheren Hit. Den kann ich ja gar nicht verhindern. Na, hier. Oder? Ach so, indem ich durchfalle. Ah.
auch immer man an die Dinger. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man da rankommen könnte. Aber egal, wir wollen einfach überleben jetzt. Ja, auch da, ich kann ja nur einen Pilz haben. Also ich. Ne? Ich kann ja nicht noch öfter springen. I don't know. So, was haben wir jetzt da unten? Ach so. Ich habe die Sprungtaste, die Renntaste nicht gedrückt. Aber ich kann auch, selbst den kann ich nicht aus. Ich kann ja nichts auslösen. Wofür ist das überhaupt da? Ich meine, mittlerweile sollte man doch begriffen haben, dass man es nicht auslösen kann. Okay, den. Ja, das ist jetzt blöd. Ah, den muss ich jetzt aber nehmen. Oder? Nee, muss ich nicht nehmen. Ich könnte. Scheiße. Dran vorbeikommen. Bin leider nicht dran vorbeigekommen. Oh boy. Abflug. Abflug, okay. Gut. Das ist die einzige, die ich mitnehmen kann. Midway Point. Wait, aber an den kann ich ja auch... Doch, an den kann ich ran. Hui! Nice. Okay. Jo, alles klar. Okay, das muss gut getimt werden. Das ist jetzt suboptimal. Hä? Achso, einmal darf ich springen. Klar. Und jetzt nicht mehr loslassen. Oha, das ist schon interessant. Nein! Ach, ich bin ja blöd. Einmal darf ich ja. So. Aber hier den Pilz zu behalten, halte ich auch für schwierig. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Yes! Ah, ich kann den nicht in die... Der nimmt den nicht in die Hand. Ich dachte, der nimmt den in die Hand, wenn ich so... Ah, jetzt! Das wollte ich nicht. Ich will mir den Bereich eigentlich einfach machen, indem ich die Shell nehme. Aber aktuell wirkt es nicht, als ob ich ihn damit einfacher machen würde. Oh mein Gott. So. Das war jetzt aber nicht der A-Tod. Das war jetzt, Ich hab mich in die Wand geglitscht, tot. Schaffen wir es jetzt einmal hier den Pilz zu bekommen? Oh mein Gott. Nein, schaffen wir nicht. Ich hab die Taste wieder vergessen. Hä? Okay. Aber ich hab die Taste wieder vergessen. Das ist doch unglaublich. So. Und jetzt kann ich nämlich den hier mal und den weiter mitnehmen. Vielleicht gibt's hier irgendwo einen Pilz oder so. Oh, ich kann sogar den loswerden. Aber die Frage ist, will ich den? Darf ich den überhaupt loswerden? Nee, ich brauch den. Okay. Hat sich erledigt mit der Shell. Das nützt mir dann am Ende gar nichts. Schade. Kann die Shell leider nicht richtig mitnehmen. Ah, wäre aber cool gewesen. Das gegangen wäre. Aber ich glaube, war wobei? Kann ich vielleicht? Na, jetzt ist vorbei. Ich
könnte sie vielleicht mitnehmen. Die Frage ist halt, wie viel erleichtere ich mir dann dadurch? Wow, ich hab... Wieso ist der nicht gestorben? Ja, gut. An dem Hindernis sollte ich jetzt trotzdem vorbeikommen können. Müsste ja einfach sogar... Ja, der kann mir nichts mehr. Hi. So. Na, wenn ich jetzt die Shell hier hätte, könnte ich es einfach fallen lassen. Und das Viech wäre weg. Aber gut. Wenn ich jetzt die Shell noch hätte... Okay. Die Shell würde mir immer noch deutlich helfen. Mit der Shell könnte ich den Typen hier umgehen. Der ist auch so jetzt nicht so schlimm. Aber theoretisch wäre es möglich, die Shell noch zu haben. Okay, okay, und durch. Jetzt hüpft er wieder rum. Nein! Oh, fast ohne Pilz geschafft. Also geht es sogar. Ach, Mist. Also geht es sogar. So, jetzt probieren wir mal, die wieder mitzunehmen. Ich muss halt den Sprung hier mit der Shell hinkriegen. Das heißt, dafür muss ich eigentlich nur das Ganze so timen, dass wenn er hochzieht... Das war dumm, aber das geht, das geht, das geht. Und danach ist die Shell eine riesige Hilfe. Mit der Shell kann ich so viel kaputt machen hier in dem Rätsel. Ja, das war jetzt nicht so gut. Aber mit der Shell kann ich so viel machen. Muss ich nur einmal bekommen. Und jetzt nicht die falschen Tasten drücken. Das ist jetzt noch wichtig. Und das Viech nicht killen. Ah! Aber da treffen wir es auch immer ärgerlich. Aber da getroffen wird es eher noch mal ärgerlich. Dann. Oh Mist. Nein! Na, der ganze Rest des Levels ist voll okay, aber dieser Anfang hier, ne? Oh, ich bin durchgekommen. Halleluja. Jetzt bitte nicht hier irgendwas. Nein! Nein! Oh Gott! Ach Mist. Aber dann kann man mit einem Schwung hier durchziehen. Das geht natürlich auch. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ja, das geht. Okay. Dann machen wir das so. Ah. Na gut, dann halt ohne. Dann halt wieder ohne. Aber wie gesagt, die Shell wäre jetzt hier eine riesige Hilfe. Das war vorhin anders. Das war vorhin ganz anders. Hilfe! Oh Gott, das war vorhin richtig anders. Okay. Uiuiuiui. So, aber hier waren wir vorne auch schon. Wo sind wir eigentlich gescheitert?
Ach, ich bin hier in den Abgrund gelaufen, ne? Ja, ein ganz großer. Jetzt. Ja, genau, das habe ich vorhin falsch gemacht. Da habe ich in den Abgrund gelaufen. Da kommt der... Da kommt der her. Oha. Ich habe vergessen, die Mitnehmen-Taste zu drücken. Nice. Nicht so nice. Ich meine, ich kann auch die Scheine mitnehmen. Letztendlich ist mir... Hilfe! Es wird das egal, welche Shell ich mitnehme. Hauptsache, ich krieg eine Shell. Yes! So. Und jetzt machen wir hier einen kurzen Prozess mit den ganzen Typen. Nice. Nein! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich hätte sie verloren. Okay, wie kriegen wir das hin? So am Bett. Nein! Wie kann ich denn so blöd sein? Schöne Shell. Das war nicht so gut jetzt. Das war jetzt gar nicht gut. Das war jetzt überhaupt nicht gut. Ups. Nein! Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt muss die Shell mich retten. Krieg ich das hin? Das wird niemals funktionieren. Nee. Oh, ich kann's aber noch. Ich kann's noch retten. Nee, so auch nicht. Nee, okay. Das wird nichts mehr. Scheiße. Nice. Nicht so nice. Überhaupt nicht so nice. Nice. Ohne Shell, ne? Hilft ja nix. Gehst du weg? Oder halt. Gut, nicht getroffen. Und raus hier. Hoi, 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 hoi. So, springt hoch. Zack, und ruhig. Kommst her. Und wenn die hochgeht, ziehe ich durch. Nein, der Hit ist blöd. So, aber jetzt weiß ich, der kommt mit. Und dann kann ich den hier vorher aus dem Leben zünden. Vorsichtig. Yes. Okay, okay. Nicht die richtige, nicht die falsche Taste loslassen. Jetzt. Ganz vorsichtig. Okay. Oh, was? Wie soll man denn darüber jetzt kommen? Das ist doch... Das... Hä?
Das geht von der Höhe doch niemals. Oh Gott, was habe ich getan? Das geht von der Höhe doch... Oh, habt ihr es gesehen? Man macht dann den Spin-Jump. Das ergibt Sinn. Wirklich? Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich will jetzt ganz kurz wissen, ob das wirklich gegangen wäre, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass an der Stelle der Effekt aufhört. Siehst du? Selbst im Ziel noch nicht. Selbst im Ziel noch nicht. Oh, ist das mies. Okay, aber ich hätte ihm nicht vertraut. Selbst im Ziel darf ich noch nicht loslassen. Selbst jetzt nicht, weil das geht halt den ganzen Level über. Das hätte ich mich jetzt gewundert, wenn man das ausstellen kann. Mal gucken. Selbst jetzt kann ich noch sterben. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Jetzt darf ich loslassen. Boah, ist das mies. Also, das ist kein schöner Troll. Ich meine, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen. Aber ich bin ja auch klug. Haha. Okay. Ja, das waren zwei interessante Level in dem Part. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's den Zodiac weiter. Und tschüss.